gucken wir erstmal, dass die ihre U-Bahn bekommen und ihr Informationszentrum-Dings kaufen. So, jetzt sollten sie das haben und dann baue ich ihnen gleich nochmal eine U-Bahn hin, weil ja, ich habe gerade das Zeichen gesehen gehabt, ist zwar wieder verschwunden gewesen, aber es war da. Ja, bauen wir sie mal hier hinten hin. Wir erweitern ja die Stadt hier eh auf diesem ganzen Gebiet. Und da drüben bauen wir dann so ein kleines Manhattan hin hier. Deswegen habe ich auch die Brücke gebaut. Jetzt erinnere ich mich auch wieder. So, da hinten findet eine Mission statt. Tut mir leid. Verteidige dich, wenn du kannst. Jetzt solltest du noch mal über deine Optionen nachdenken. Ja. Ich soll an meinem Schiff was befestigen. Okay. Da oder? Oder wo ist denn das? Da. Ich blick nicht, wieso der immer solche Sprüche loslässt, aber im Endeffekt machen wir dann eh was für ihn und er macht uns doch gar nichts. Gibt irgendwie nicht so viel Sinn. So, und wir haben davon zu wenig. Echt? Wir haben zu wenig Weinberge. Haben doch erst welchen gebaut, aber dann bauen wir halt nochmal welchen. Wenn es euch glücklich macht, alles was ihr wollt. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass wir welches hatten. Haben wir denn noch Aufträge mit Graphen? Wir brauchen nämlich... Nein, wir brauchen kein Iridium. Ja, das wollen wir. So, was sagt der zu uns? Wir sollen prinzipiell bla 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 und dann das da hinten kaputt machen. Trifft sich gut, weil ich muss jetzt das Schiff hier abschleppen. Für den einen Typ, dann bringe ich das zum Raumhafen, lass das verschicken aus meinem Sektor raus oder wo auch immer der das hinbringt. Und dann fahre ich wieder zu dem, fahre dann wieder darüber, bla 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 und dann habe ich wieder Iridium. Läuft. Aber von den Bohnen haben wir jetzt wirklich echt mal... Genügend, wollte ich gerade sagen. So, okay. Genau, jetzt, wer wollte die spritzen? Wollten sie die auf dem Mond? Genau, auf dem Mond wollten sie die spritzen. Neue Transferroute. Also. Spritzen. Von hier nach. Oh. Okay, abbrechen. Ja, wir müssen anscheinend den Raumhafen ausbauen. Und wenn wir den Raumhafen aus... Hä? Läuft da die Zeit nicht weiter? Anscheinend nicht. Wenn wir den Raumhafen dann ausgebaut haben, dann können wir es da weitermachen. Und es laggt mega, wenn ich die Map lade. Aber nur bei der vom Mond. Wir sind dann auch bald Stufe 23, bemerke ich gerade. Sie spielen jetzt mit den Profis. Sie werden Zeit... Ja, es laggt wirklich mega, wenn ich die Mondmap lade. Aber woran es liegen kann, verstehe ich nicht, weil am Computer liegt's nicht. Für alle, die meinen Computer kennen. Und hier funktioniert es dann wieder gut, sobald sie geladen ist. Komisch. Okay, Raumhafen ausbauen können wir hier. Achtung, Konvoi mit nicht identifizierten Fahrzeugen hat Sektorgrenze passiert. Hallo, können Sie mich hören? Bitte melden. Ich bin Sandra Haynes. Tut mir leid, dass ich in Ihr Gebiet eindringen muss, aber wir haben wohl den gleichen Feind. Ich spreche für die Lunar Excavation Corp, sofern Sie diese immer noch anerkennen. Ja, ja, die Schafe eilen zu denjenigen zurück, die sie früher geschoren haben. Aber Vorsicht, die Wölfe sind schon an der Tür. Hören Sie zu. Ich sollte das vertraulich halten. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Halt's Maul. Danke. Ich wollte gerade sagen, was macht man, wenn die Wölfe an der Tür stehen? Man holt die Shotgun raus. Und genau das machen wir jetzt, wenn ich wüsste, wo die Wölfe sind. Kann ich denn jetzt eigentlich hier weitermachen? Raumhafenerweiterung genehmigt. Warte, was sollte ich machen? Irgendwelche Drohnen an meinem Fahrzeug anbringen, die überhaupt nicht da sind.
Cassian bezahlt. Hä? Ach so, okay, die Drohne soll ich da dran machen und dann soll ich die Dinger kaputt machen. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Danke, dass es so verständlich war. Kann ich denn hier auf dem Mond? Genau, wir können hier auf dem Mond nämlich auch spulen. Und das ist... Der hat sich jetzt hier echt eine Base aufgebaut. Sauerei. So, du machst es kaputt. Ich baue mich so lange weiter auf. Ihr gesagt, ich rüste den Raumhafen auf. Und uns fehlt dieses schöne Material. Immer noch. Sie müssen sich vorsehen. Diese Leute schießen erst und stellen danach keine Fragen. Ja, ich hab's verstanden, aber ich verstehe. Warte, ist es immer noch. Okay, ist immer noch dran. Boah, das trifft immer fast mein Auto, wenn es kaputt geht. Ich habe keine Vollkaskoversicherung. Verstanden. Titan, Titan, Titan. Wieso ist da eigentlich nur Titan? Titan. Immer nur Titan ist da drinnen, nichts anderes. Und? Wer hätte es gedacht? Ich blick bloß gerade nicht, wozu wir das kaputt machen müssen. Ich verstehe es irgendwie nicht, weil wir können ja eh nichts abbauen, aber egal. Es macht wirklich nicht viel Sinn, aber wir machen es einfach, es würde wird irgendeinen Grund haben. Und wir können ja, wir kriegen irgendwie das hier davon. Was? Magnet? Nee, Meteorbergwerke kriegen wir davon. Hört sich doch ganz nett an. So, ich bleib einfach mal auf der Spulentaste, der soll da hinfahren. Der Lift hier sieht auch ganz schön aus. Hallo, ich will doch nur das angucken. Was macht denn der da? Will der es kaputt machen oder repariert er das? Und der backt einfach mal durch die Sachen durch. Okay. Macht bestimmt Spaß, muss man schon sagen. Boom. Okay, und wie geht's weiter? Industries erwartet, dass dieser Auftrag mit größter Diskretion ausgeführt wird. Wir sollen einen Produktionsüberschuss halten, wir können aber gar nicht aufrüsten. Hä, bist du dumm? Sind unterwegs. Nee, das hier ist das Eis. Wo produziere ich denn das andere Zeug? Hä, ist der dumm? Wir können keinen Produktionsüberschuss halten, wenn wir davon keine Sachen haben. Wie gesagt, wenn wir nicht aufrüsten kann, dann haben wir davon keine Sachen und dann können wir nicht aufrüsten. Hä, warte, das gab irgendwie keinen Sinn. Mann, Mann, Mann. Ja, guck, wir brauchen davon Zeug. Und wir haben dieses Zeug nicht und deswegen können wir auch nicht aufrüsten. Das ist eine Titanmine. Wieso produziert... Oh, kein Schutz. Okay, ja. Mhm. Sollte man vielleicht eventuell mal bauen. Ach so, und der Schutz funktioniert natürlich nur mit Straße, ist natürlich klar. Und da bauen wir auch noch einen Schuss. Wie viel Bilanz zieht denn der eigentlich? 50, okay, ist ja jetzt nicht so viel. Okay, jetzt haben wir aber einen Produktionsüberschuss, oder? Okay, das steht noch drinne, perfekt. Produktionsüberschuss oder nicht? Ja, haben wir, können wir...
Ja, ich spule jetzt einfach mal. Mein Mondauto steht hier. Na, na, na. Ich blick wirklich nicht, was die bei mir will. Ach ja, Dong. Ja. Mhm. Gut, dass du mir verrätst, dass wir das Zeug bei dir kaufen können. Kostet viel. Unsere Bilanz ist nicht mehr ganz so gut, aber juckt mich nicht. Erfolgsliste aktualisiert. Gute Wahl. Solange wir genügend haben, können wir uns das kaufen. Das Zeug scheint ziemlich teuer zu sein. Ich hoffe, wir können das später mal selber produzieren. Eine Wartungsstation. Und was macht diese Wartungsstation? Ach so, okay, ja, das brauchen die anscheinend. Stimmt, der Raumhafen. Wir können den ja... Ja, genau, warte, können wir ihn jetzt upgraden oder nicht? Nee, immer noch nicht, wir haben ja dieses Zeug nicht. Ist kacke, wenn man dieses Zeug nicht hat, muss ich mir merken. Weißt du was, wir bauen jetzt einfach mal davon nochmal ein. Ja, die Schilde sind schon schön, also die sehen gut aus. Warnung, Energienetz überladen. Oh. Wie kann ich denn Energie produzieren? Solaranlage. Ah gut, wir haben noch genau einen Bauplatz frei gehabt. Jetzt bring die Sache endlich zu Ende. Ja, ja, gleich. Okay, dann bauen wir da mal noch... Ja, Mann! Ich will die ganze Zeit so Dinger dahin bauen und kann's nicht. Dreht sich das? Cool. Und kannst nur nicht machen, weil die zu dumm dafür sind, mir so Material zu geben. Noch 4 Minuten 37. Ja, ja, machen wir. Okay, wir können ja aber eigentlich... Nee, können wir nicht, weil... Oder doch, können wir wohl, weil wir haben ja hier drüben noch. Das verschluckt unsere ganze Bilanz, der Mond. Der macht unsere ganze Bilanz kaputt. Aber... Ist egal, wir haben eine gute Bilanz, wieso nicht ausnutzen? Es gibt nur wenige LEC-Kolonien, die nicht von der Orbital Watch kontrolliert werden. Ich kann Ihnen den restlichen Vorrat aus unseren Lagerhäusern verkaufen und mit dem Gewinn Versorgungsgüter einkaufen. Das wäre ein gutes Geschäft. Mhm. Für dich oder für mich? Und wir, oh Mann, mich regt das so auf, dass wir das nicht ausrüsten können, aufrüsten können. Das kann ich jetzt nicht ganz verstehen. Ich habe doch das gebaut. Und wir haben schon wieder Minusenergie, es kann doch fast nicht sein. Ein bisschen übertrieben. Warnung, Energiebedarf nicht länger deckbar. Ja, ja. Aber ich finde gut, dass die Solarzellen wenigstens in Richtung Sonne zeigen. Und dass es hier Lichter gibt. Achso, stimmt, wir müssen es ja noch schützen, sonst arbeitet es ja nicht. So, 380 Energie. Und jetzt müsste es aber produzieren, das Ding. Nein, es produziert einfach nichts. Doch, eins. Eins produziert. Es scheint mir, als wäre das teuerste, was es in dem Spiel gibt, aber ich glaube, es gibt ja noch eine Fraktion. Eher gesagt, eine Stufe höher. Ist billiger geworden. Okay. Nicht schlecht für mich, schlecht für die, wo es verkaufen. Ich frage mich eigentlich immer noch, kann ich denn Sachen verkaufen? Kann ich denn ihr? Nee, kann ich nämlich nicht, aber ich kann nur überteuerte Sachen kaufen und unsere Bilanz kaputt machen. Okay, wir müssen jetzt wirklich mal aufpassen, dass unsere Bilanz nicht vollkommen am Arsch ist. Dazu gehen wir jetzt mal auf unsere Hauptkarte. Und die wollen schon wieder eine U-Bahn haben. Wozu wollen die denn eine U-Bahn? Und die wollen diese Handy haben.
Und diese Hände hab ich nicht. Woher soll ich die denn kriegen? Der Konkurrenz immer einen Schritt voraus. Mhm. Da sind wir uns wohl einig. So, Graphen. Ich bin heute im Homeoffice und ich habe einen Job für Sie. Im Homeoffice. Halt doch's mal. Ich würde mich nicht so sicher fühlen. Ach echt, ich hab dir gerade geholfen. Das sagt man normalerweise danke, aber du bist anscheinend ein ganz spezieller. Aber außer, ach, davon haben wir immer noch zu wenig. Okay, ja. Ja, das habe ich auch gerade entdeckt. Aber ich baue wieder gerade so ineffektiv, wie es nur irgend geht. So, aber jetzt haben wir davon genügend und jetzt haben wir wieder zu wenig Transport. Ah, nee, perfekt, es passt, es passt. Von wegen ineffektiv. Und die wollten das hier und... Aber wo? Außerdem braucht es eh viel zu viel Energie. Das können wir uns gar nicht mehr leisten. Ist echt schlimm zurzeit. Unsere Bilanz ist jetzt auch nicht mehr die beste. Liegt alles am Mond. Weil der Mond einfach so viel kostet. Halt's Maul. Es verbraucht 250 Energie. Das ist doch viel zu viel. Und 3000 Bilanz. Gebt euch das mal. 3000. Ihr kriegt es nicht. Ihr wollt es ja nicht mal. Auf der Weltkarte, ihr gesagt... Ja doch, auf der Weltkarte wurde mir hier vorhin das angezeigt, aber sie wollen es anscheinend gar nicht. Manchmal verstehe ich das nicht. Und das verstehe ich auch nicht, weil wo ich vorhin die Karte geladen habe, hier... Hä, und jetzt buggt es wieder nicht. Und jetzt buggt es wieder... Verstehe ich nicht. Hä, kann ich an den Sachen verkaufen? Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Aber die Mondkarte, die bringt mein PC zum Laggen. Und ich verstehe nicht, wieso. Mal gucken. Ich muss da mal nachgucken, ob das bei anderen Leuten auch so ist. Weil es kann nicht sein. Weil was ist denn bitte an der Mondkarte anders als an der normalen Karte? Das verstehe ich nicht. Vielleicht mache ich einfach das Spiel auf meine SSD. Dann habe ich das Problem nicht mehr. So, jetzt können wir da aber weiter... Nee, können... Hä? Okay, dann spulen wir mal. Na, halten wir mal den Produktionsüberschuss und dann können wir endlich, hoffentlich, dieses Zeug produzieren und das auf die Erde schicken. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, juckt mich leider nicht. So, und jetzt müsste es aber... Ah, 34 Sekunden.